Dieser Name garantiert volle Turbo-Power für Augen und Ohren. Der dicke Sänger legte ein sensationelles Comeback hin, verkaufte Millionen Exemplare seines letzten Albums und füllt überall die größten Hallen. Jetzt ist Meat Loaf wieder in Deutschland unterwegs und wir durften seine schwergewichtige Show natürlich nicht verpassen. Vor fast genau einem Jahr ist eine der größten Stimmen der Rockgeschichte wieder der Gruft entstiegen. Obwohl man ihn längst totgesagt hatte, landete Schwergewicht Meat Loaf mit der Single I'd Do Anything For Love einen Mega-Hit. Und seit der Veröffentlichung des Erfolgsalbums Bad Out Of Hell 2 tourt der Koloss nun durch die Welt. Und machte auch in Hamburg Halt. Zu einem der letzten Open Airs der Sommersaison strömten 16.000 Zuschauer herbei, um zu überprüfen, ob der Meister auch live so viel zu bieten hat wie auf CD. Und Meat Loaf freute sich darüber, wieder einmal in Hamburg aufzutreten. Die erste Show, die ich in Deutschland gegeben habe, fand 1978 in der Kongresshalle in Hamburg statt. Ich bin gerne hier und habe schon an Orten gespielt, von denen die meisten noch nie gehört haben. In Hamburg ist stets mit Regen zu rechnen. So machte sich das sturmerfahrene Publikum erst einmal wetterfest und wartete gespannt auf das Konzert. Einige hatten dennoch Angst, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fallen könnte. Meat Loaf konzentrierte sich inzwischen auf seinen Auftritt. Bevor ich hinausgehe, denke ich darüber nach, wie ich das Publikum an der Kehle packen kann, um es 2 Stunden lang nicht mehr loszulassen. Ich will in den Geist der Leute eindringen und ihnen zeigen, ihr gehört ganz allein mir. So entsteht die richtige Spannung für die Show. Es ist alles sehr intensiv, bevor es losgeht. Bevor Meat Loaf seine Hits zum Besten gab, rührte noch Bonnie Tyler ihre Songs und wollte der Masse einheizen. Doch statt der Feuerzeuge wurden erst einmal die Schirme gezückt. Dabei war sie genau die richtige fürs Vorprogramm. Denn auch für sie hat Meat Loaf-Produzent Jim Steinman schon Songs geschrieben. Nach Bonnie Tylers Auftritt ging erst einmal gar nichts mehr. Das Hamburger Wetter schlug gnadenlos zu. Meat Loaf konnte nicht auftreten. Und die Zuschauer vertrieben sich die Zeit anderweitig. Patschnass und geduldig warteten die Fans dennoch auf ihr Idol. Und sie wurden nicht enttäuscht. Man sagt oft, Meat Loaf spielt jeden Song so, als ob er das große Finale des ganzen Abends sei. Da traute man seinen Augen kaum und Meat Loaf rockte los. Auch 16 Jahre nach seinem ersten Hamburger Gig begeisterte er wieder die Menge. Denn nicht zuletzt durch seine energiegeladenen Auftritte wurde er einst berühmt, als er 1978 die Songs seines ersten Bad Out of Hell Albums live on stage zum Besten gab. Wenn heute jemand die Rockhymnen von einst als Oldies bezeichnet, reagiert Meat Loaf ziemlich allergisch. Es sind keine alten Songs. Ich denke auch nicht, dass klassische Musik alte Musik ist. Wenn Pavarotti eine Oper singt, sagt ja auch keiner, das ist aber eine alte Oper. So legte sich der Pavarotti der Rockmusik ordentlich ins Zeug, um zu beweisen, dass er noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Wenn ich keine gute Show zustande bringe, dann fragt man die Leute um mich herum, wie sehr ich aus dem Häuschen gerate. Sonst rege ich mich nicht so leicht auf. Bin eher ruhig im Umgang mit anderen Menschen. Aber wenn ich eine schlechte Show geliefert habe, dann sollte man mir nicht über den Weg laufen. Nach über 100 Auftritten innerhalb eines Jahres ist Meat Loaf nun aber doch erschöpft und sehnt sich nur noch nach Hause. In Zukunft will ich nur noch zu Hause im Bett liegen und mich von meiner Frau füttern lassen. Er hat es sich verdient.